Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute kommt nur ein einziges Video. Ich haue ja jeden Tag eigentlich zwei raus, aber heute kommt nur ein einziges Video. Grund dafür ist, mein Internet macht aktuell Probleme. Ich will nicht ins Detail gehen, weil dann kriege ich Vorschläge zum Problem, wo ich schon die Lösung eingeleitet habe. Aber ja, heute kommt nur ein Video. Vielleicht kommt morgen auch nur ein Video. Wenn morgen nur eins kommt, kommt auch über... Wenn zwei Videos wieder kommen, wisst ihr, okay, das Problem ist behoben. Aber heute machen wir trotzdem was sehr Cooles. Denn heute gehe ich mal auf einen Vorschlag ein, den eine Person jetzt ungefähr schon 2 Milliarden Mal gepostet hat in den letzten Wochen, Monaten. Und zwar gibt es ja den Hubschrauberpiloten. Und wenn man den auf unten skillt, Comanche Verteidigung, dann ruft der Hubschrauberpilot halt diese Flieger hinzu. Und ich wurde herausgefordert oder gebeten, mal eine Armee davon zu beschwören. Und das Passende dazu ist, ich habe schon so einen Heli als Insta-Affen. Das heißt, ich kann einfach jetzt raushauen, Runde 1, das wirklich nur mit den Helis den Schaden machen. Und das Coole ist halt, Moment, ich zeig's mal kurz, der ist jetzt hier weg. Und sobald die Gegner 25% der Strecke erreicht haben, beschwört er ein. Ein Heli. Sobald die Ballons, was war das, 50%? 50% der Strecke erreicht haben, beschwört er zwei Helis. Und sobald die Ballons 75% der Strecke erreicht haben, beschwört er drei Helis. Und das macht nur er. Und jetzt stell dich das mal vor, nicht nur mit einem Heli, sondern vielleicht mit 30 Helis. Das heißt, wenn mit 30 Helis, die bis zu 50% kommen, dann werden einfach 60 weitere kleine Helis beschworen. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr lustig vor. Ich mache es sogar wirklich, glaube ich, auch so, dass ich den fest verankere nach hier oben, damit wir eigentlich nur mit der Comanche-Verteidigung das abwehren. Fände ich persönlich lustig. Und wir gucken einfach mal, wie gut er das hinkriegt, wie gut es überhaupt aufgeht. Also ich lasse die, glaube ich, alle nach da oben verankert, wenn dann einer in die Nähe kommt. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr lustig werden. So. Wir müssen jetzt noch den ein bisschen weiter skillen. Ich will, glaube ich, eine Bank machen. Ja, das Ding ist, nachdem er einen beschworen hat, ist so ein bisschen Pause. Weshalb vielleicht das gar nicht so gut aufgeht mit der Taktik, die ich jetzt gerade anwende. Vielleicht muss der Heli auch mit angreifen. Aber wir gucken einfach mal. Wir testen einfach mal und gucken einfach mal, wie gut das klappt. Vielleicht klappt das ja sehr gut. Vielleicht klappt das überhaupt nicht gut. Aber erstmal kriegt er ja alles hin. Erstmal ist ja alles easy. Aber ja, die Skillung wurde verändert. Vorher war das einfach so, dass er drei Helis beschworen hat. Und die kamen einfach, ich glaube, zufällig. Wenn viel auf dem Feld los war, dann sind die, glaube ich, gekommen. Okay, ich jetzt kurz hier mal zweimal, dass wir auch Tarnballons angreifen können mit denen. Boom. Können die Comanches das jetzt machen? Ja, ne? Die können... Ja. Ocker. Ocker, ocker, ocker. So ballern wir den weiter voll. Mal sehen, ob das klappt mit der Taktik. Also ich glaube, in den späteren Runden, wenn viel auf... Vielleicht geht es nicht auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es zu krasse Lücken. Aber ich versuche es einfach mal. Und ja, während ich jetzt übrigens aufnehme, ist mein Internet konstant immer weg und wieder da. Deswegen kann ich halt auch kein zweites Video machen, um kurz mal als Erklärung zu liefern. Denn was soll ich denn spielen? Brawl Stars braucht man Internet für. Fall Guys braucht man Internet für. Also Bloons ist halt gut, weil Bloons kann ich auch ohne Internet spielen. Das ist dann halt eine sehr gute Sache für mich. Kaum neuer PC, direkt Probleme. Gestern im Video war ja alles zu leise. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich habe es versucht, so anzupassen, wie es geht. Oh, ja, ja. Okay, wenn Tarnballons fliegen, wird das anscheinend nicht ausgelöst. Sehe ich gerade. Ah, also Tarnballons lösen nicht aus, dass die Comanches kommen. Das finde ich ein bisschen dumm. Tatsächlich. Das finde ich ein bisschen hardcore dumm. Weil die können die ja angreifen. Zumindest so, wie ich das jetzt gespielt habe. Also das ist ja nicht... Das finde ich dämlich. Das finde ich dumm. Okay, da müssen wir uns was anderes überlegen. Also ich muss auf jeden Fall noch einen zweiten Heli jetzt machen. Ansonsten kriegen wir Probleme. Oh, ich hab den... Ach, come on. Ich hab das Dorf so platziert, dass ich da keinen zweiten Helien machen kann. Moment. Ja, ja. Okay, es müsste besser sein. So. Jetzt gehen wir nochmal unten. Nochmal Comanche-Verteidigung gleich. Aber ich mach's jetzt mal so. Soll er mitfliegen? Ja, dann fliegen die halt mit. Aber wir sollten das... Es soll trotzdem krass sein wahrscheinlich am Ende. Wenn der richtig viel mit rumfliegt. Ich glaube, es wird trotzdem krass. Und bumm, wir haben den zweiten. So, wenn jetzt... Ja, da werden ja schon zwei beschworen. Das ist schon eine ganze Ecke besser. Das ist schon auf jeden Fall sinnvoller. Ich gebe den auch mal einen Alchemisten, weil diese Bleidinger, die können die ja eigentlich kaputt machen. Also die Comanche ist da, aber das ist noch nicht stabil genug, oder? Na, ich lasse es mal durchlaufen. Aber nur die Comanches können die Bleiballons killen. Halt, weil die Raketen verschießen. Und der ganz normale kann das noch nicht. Und es, das könnte vielleicht zu schwach sein noch. Wir probieren einfach mal. Wir wissen ja nicht, was gut und was schlecht ist. Wir wissen ja nicht, ob die Taktik überhaupt klappt. Falls ihr euch jetzt übrigens fragt... Übertreibe ich das mit den Marktplätzen? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, tue ich nicht. Ich finde 8 ist sogar noch ein bisschen wenig. Ich hätte ganz gerne 10 am Ende.
Deswegen machen wir hier unten noch einen hin. Also aktuell ist es so, wir haben Probleme mit den Ballons. Aber sobald im Grunde die zwei Comanches beschworen werden, also da, beziehungsweise die vier da oben, dann geht's. Dann sind wir stark genug. Aber bis dahin kriegen wir immer wieder Probleme, gerade wenn nichts beschworen ist. Das könnte auf lange Sicht ein Problem sein. Verbessern wir mal da unten. Ich mal da. Ich verbessere aber weiterhin die Zentralmärkte. Leute, Geld. Geld ist wichtig bei sowas. Wenn man so eine dumme Challenge machen will, Geld, 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 Geld. Dann müssen wir wie Mr. Krabs werden. Übrigens, Fun Fact. Wenn wir schon bei Mr. Krabs sind. Die Serie SpongeBob kriegt einen Spin-Off mit Patrick in der Hauptrolle. Also ein Spin-Off ist, wenn aus einer Serie mit einem Charakter eine andere Serie gemacht wird. Das, kennt ihr von Avatar? Avatar The Last Airbender. Da gab es ja auch die Serie Korra, hieß das, ne? Ich habe nichts davon geguckt, muss ich leider gestehen. Aber das ist auch ein Spin-Off gewesen. Und das gibt's jetzt mit Patrick. Oder soll mit Patrick kommen. Bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Auch dass wir da jetzt fast kaputt gegangen sind, überzeugt mich auch noch nicht so richtig. Weil die traurige Pointe ist ja, der Schöpfer von SpongeBob, der wollte es nicht. Der wollte nicht, dass Spin-Offs mit Charakteren gemacht wurden. Und deswegen hat Nickelodeon gewartet, bis der halt gestorben ist, um halt jetzt diese Spin-Offs rauszuhauen und die Marke auszuschlachten. Und ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Übrigens habe ich auch jetzt rausgefunden, wenn wir schon bei diesem Thema sind, von Jimmy Neutron, da gab es ja diesen Typ, der hieß Max. Und mit denen wurde auch eine Spin-Off-Serie versucht. Die ist gescheitert. Die lief, glaube ich, nur für ein Jahr in Deutschland. Aber wer guckt denn... Also das habe ich nicht verstanden. Patrick kann ich mir ja noch vorstellen, aber mit... Haben wir nicht verstanden. Okay, ich denke, wir können wieder zu Bloons zurückgehen. Ich wollte das nur kurz einmal ansprechen, weil es mich halt echt verwirrt hat, dass jemand das für eine gute Idee hält. Japp. 5 Stück haben wir jetzt schon. Das heißt, sobald die zum Wasser kommen, werden 10 Comanches beschworen. Wahrscheinlich könnte ich mit den 10 Comanches schon locker bis Runde 90 irgendwas kommen. Ganz ehrlich, das ist halt wirklich, wirklich nice. So, ich kann es auch auf Stufe 5 skillen. Dann sind die konstanter. Aber ich weiß nicht. Ich fände es lustiger, das nur mit Stufe 4 zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fände es einfach ein bisschen lustiger. Aber vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Geschmack so. Weil für mich ist das die kluge Idee. Aber in der Realität ist es vielleicht eine dumme Idee. Ich weiß es nicht. Ist schon echt die beste Position da vorne, was ich da jetzt gemacht habe, ne? Ich kann es hier hin machen und dann kann ich es noch hier und da so ein bisschen raushauen. Ja, da ist Platz. 3. Nochmal 3 rausgehauen. Und die sind gerade schon sehr stark. Eventuell, ja komm, eventuell platziere ich die doch nochmal nach ganz oben. Ja, ich mache die mal alle weg. Weil wir wollen ja die Comanches sehen und gar nicht halt die ganz normalen. Deswegen, ja, es werden immer weniger Helis da vorne. Boom. Muss ich mal die Bank abheben. Die ist safe voll, ja. Seht ihr, wie ruhig das jetzt ist? Der greift keiner an. Sind die alle jetzt oben? Fest verankert, fest verankert, fest verankert, fest verankert, fest verankert, fest verankert. Ja, fest verankert. Aber sobald ein Ballon mal nach da vorne kommt, werden halt einfach wie viele 10 Comanches beschworen. Da oben jetzt gleich 20. Oh, komm, komm, komm. Schafft die 50%. Oh, da sind die Comanches. Seht ihr? LOL. Macht auf jeden Fall schon gut was her. Achtung, jetzt gleich kommt eine krasse Armee. Boom! 20 Stück auf einmal. Es sind ja, glaube ich, sogar über 20. Buddy. So, machen wir. Soll noch mehr sein. Soll noch mehr sein. Let's go. Boom. Fest verankert nach da vorne. Okay. Ich denke, das reicht schon. Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen nicht mehr. Das wird jetzt so krass, wenn das gleich beschworen wird, alles. Achtung, gleich kommt's, gleich kommt's, gleich kommt's. Gleich kommt die Armee. Die werden halt gerade noch hardcore gestoppt vom Moab-Schubser von der Fähigkeit. Finde ich aber auch okay. Wir müssen ja nicht Game Over gehen. Aus Dummheit. So, komm. Armee, 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 Armee. Oh, da... 2 nur? Warum nur 2? Weil wenn jetzt wieder nur 1 oder 2 kommt, dann habe ich irgendwas kaputt gemacht. Dann gibt es ein Limit. Dann gibt es ein Limit, wie viele beschworen werden können. Hallo? Oh, okay. So viel dazu. War wahrscheinlich einfach nur eine Abkühlzeit oder so. Oh, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Oh, wow. Oben noch einen hin. Da noch einen hin. Und da ganz oben passt keiner hin. Ich könnte noch links die Fläche, wo ich die ganzen Marktplätze habe, könnte ich auch noch nutzen. Was heißt könnte ich? Werde ich nutzen. Die Armee soll natürlich krass sein. So. Ja, da wieder nur 2, aber ist egal. Ist nicht so verkehrt. Okay. Jetzt kann ich noch die Banken das alles wegmachen. Und es sollte eigentlich für vieles im Leben reichen. Ist aber auch viel Klickerei. Ne? Ich muss jetzt echt viel sagen, geh nach da oben, geh nach da oben, geh nach da oben die ganze Zeit.
Wir haben aber auch echt viele beschworen, muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass wir eine Mini-Armee haben. Das, guckt euch das an. Da sind so viele Helis am Start. Das ist schon heftig. Das ist auf jeden Fall krass und wir brauchen auch das Geld. So, also, macht komplett Sinn, das so zu machen. Wir brauchen die Kohle. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, haben wir nirgendwo mehr einen Pixel, wo wir was platzieren. Da unten? Das ist gerade geleuchtet, oder? Ja, da. Okay, da ist noch einer. Okay, dann machen wir es so. Okay. Gut, jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir einfach genießen. Jetzt können wir auch zusehen und genießen. Oh Gott! Das war gerade mal der erste Checkpoint. Das war gerade mal der erste Checkpoint. Und es sind schon so viele beschworen worden. Ich mach die mal weg. Ich will mal Stufe 5 nicht da haben. Okay. Das ist erstmal der erste Kontrollpunkt. Wenn die bis zum zweiten kommen, verdoppelt sich das, was wir gleich beschwören. Achtung. Komm, 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 ein bisschen weiter. Ja, komm. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber die hauen schon ab. Haben die wieder aufgeladen? Beziehungsweise, das wäre der dritte Punkt. Oh, oh Gott. Das ist das Maximum. Das ist das Maximum. Wir können nicht mehr beschwören. Oh, jetzt ist der Effekt aber... Oh, nee, da sind sie wieder. Okay. Ey, sobald die beschworen werden, killen die halt im Grunde alles, was da ist. Also, noch ein bisschen mehr. Kann aber auch sein, dass das Spiel einfach Probleme hat. Bei so vielen. Und dass wir einfach sagt, ja, okay. Ich mach mal nichts. Ich beschwöre jetzt einfach mal gar nichts. Oh, nee. Ja, okay. Ja, furchtbares Timing übrigens. Okay, da werden sie nochmal beschworen. Weil die T's sind doch nicht mehr gekommen. Also, das, was ich eigentlich killen will, ist noch nicht mal auf dem Bildschirm gewesen, oder jetzt. Ja, da ist die Armee. Die zerfetzen alles. So, kommt jetzt Stufe 3? Brauchen wir Stufe 3 oder geht das so kaputt? Wir kriegen es so hin. Okay, jetzt ist wieder nice. So, Runde 98. Die eigentlich schwerste Runde im gesamten Spiel. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Es kommt, ja, Stufe 2. Verschwindet. Das heißt, wir warten jetzt, bis Stufe 3 kommt, bis die nochmal kommen. Müsste jeden Moment der Fall sein. Müsste jeden Moment der Fall sein, bis... Ja, aber es ist... Okay, es dauert noch. Wir können noch bestimmt 30 Sekunden warten, bis das passiert. Beziehungsweise, ich schneide das raus. Ich muss 30 Sekunden warten. Wobei, nee, ey, wir gucken das jetzt gemeinsam an. Wenn ich mir das angucken muss, müsst ihr euch das auch angucken. Wie die Moabs die ganze Zeit zurückgeschubst werden, wie nichts passiert, die weiterkommen. Und jetzt Stufe 3 beschworen wird, bitte. Bitte. Ja, dankeschön. Dankeschön, das ist das, was ich sehen will. Was auch immer das sein soll, aber das ist das, was ich sehen will. Dankeschön. Und die Mobs werden einfach 1000 Jahre zurückgedrängt. Und jetzt Runde 99. Mit gepanzerten DDTs, die einfach zerballert werden. Yo, okay. Und Runde 100. Okay, fantastisch. Fantastisch. Ihr müsst übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, findet ihr die Pinata besser für Runde 100? Oder sagt ihr, ey, der normale Level 100 Ballon, der reicht mir auch schon. Ich finde den cool genug. Weil ich finde die Pinata schon cooler, ehrlich gesagt. Die gibt mir persönlich ein bisschen mehr. Aber eng natürlich von euch ab. Geht das schon kaputt? Ist aber sehr schwach, Comanche dann, ne? Wenn Stufe 1 halt, auch wenn er tausendfach da ist, nicht reicht, im Runde 100 kaputt zu machen. Na gut, jetzt kommt Stufe 2. Ab jetzt. Jetzt. Und der muss... Jau. Jau. Jau, das hat gereicht. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben Runde 100 geschafft. Eigentlich hast du so drei. Comanches. Oh, jetzt meine Face mir drüber. Eigentlich hast du so drei, die so ein bisschen chillen. Aber nee. Nee. Wenn man es übertreibt, hat man einfach 1000. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wäre eine coole Sache. Und ansonsten sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Internetprobleme sind problemig. Aber müsste behoben sein bis spätestens Anfang nächster Woche. Und dann habe ich wirklich auch die technischen Probleme mit dem Bild, mit dem Mikrofon, mit noch anderen Dingen geklärt. Ich habe ja auch ein neues Mikrofon, das werde ich dann auch aufbauen. Dann habe ich so einen Schwenkarm, der bald läuft. Das wird alles noch cool. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann. Bis dahin und ciao.